Na, seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich? Wie kriegen wir die Information übertragen? Also hier rein in den Step 8, der kopierte Step 7 in unser Storyboard. So haben wir die Anwendung im letzten Video verlassen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Information aus dem Textfeld übertragen hier in diesen Label? Wenn wir also diesen Orange View Button klicken, dann wird doch gleich hier dieser Segway aktiv, der eben hier dann diesen Orange View Controller aufruft. Und jetzt müssen wir uns halt irgendwie dazwischen hängen, um mitzubekommen, wenn eben von diesem Controller zu diesem gewechselt werden soll, sprich wenn dieser Segway auch aufgerufen wird. Und um dann zu identifizieren, dass es sich auch genau um diesen Segway handelt, sollten wir dem Burschen mal einen Identifier geben. Und schaut mal hier, in unserem Attributinspektor mit markiertem Segway haben wir hier die Möglichkeit, einen Identifier zu vergeben. Nennen wir doch diesen Identifier toOrangeViewController. Sind wir mal ganz höflich, ja? So soll unser Segway heißen. Warum muss ich denn so ein Segway identifizieren? Naja, auf einem Screen könnten ja 10 Buttons sein, die verschiedene View-Controller aufrufen, jeweils alle mit ihrem eigenen Segway, und dann muss ich natürlich jeden Segway einzeln benamen, damit ich weiß, wo die Reise hingeht. So, jetzt hat unser Segway einen Identifier. Nun müssen wir uns noch dazwischen hängen im Quelltext, wenn denn dieser Button geklickt wird und diesen Segway aktiviert. Das machen wir im View-Controller. Wie sähe denn so eine Methode aus? Da gibt es so etwas wie Prepare for Segway. So, das ist eine Methode, auch hier wieder, die unser UI-View-Controller schon längst mitbringt. Und dann ist die Frage, wo kriege ich denn Informationen her, wenn ich ein paar Details vergessen habe, was diese Methode nun macht? Habe ich euch auch noch nicht gesagt, schaut mal hier drüben in der Tool-Section zu, in der Werkzeug-Section zu unserem Texteditor. Da kann ich auch auf so ein Fragezeichen klicken. Und dann bekomme ich zu jeder Methode, die ich hier anklicke, schon einmal hervorragende Hilfe. Das ist also diese Methode. Was macht sie denn? Welche Parameter bekommt sie? Gibt sie was zurück? Seit wann ist denn das verfügbar überhaupt? Wo ist das denn beschrieben? Und dann gibt es sogar noch eine Methodenreferenz, da kann ich dann auch mal draufklicken, dann öffnet sich noch das Documentation-Fenster und dann sieht man hier auch nochmal super schön Information für die Instance Method Prepare for Sender. Seht ihr, jetzt wird's endlich mal amtlich und schriftlich, dass Funktionen in einer Klasse eigentlich Methoden sind. Und dann unterscheiden wir noch Instance Methods und Class Methods. Aber so weit wollen wir hier im Moment noch nicht gehen. Spannend ist, dass wir diese Methode Prepare for Segway haben und dass da hineingestopft wird ein Parameter, der Segway heißt. Und der ist vom Typ UI Storyboard Segway. So, jetzt habe ich gesagt, und das hatten wir gemacht in unserem Storyboard, so einem Segway über den Attributinspektor einen Namen geben, haben wir. Und im Quelltext sollten wir jetzt prüfen, ist denn der Segway, der jetzt hier zieht, auch genau der mit dem Namen, den wir wollen? Okay, vielleicht wisst ihr noch nicht so, wer da zieht. Also, dann machen wir doch erstmal Folgendes. Wir geben mal aus ViewController-Function, dass man mal sieht, wann er in diesen Prepare hineinläuft. Also lassen wir unser Projekt mal schnell laufen.
Ach, es ist alles so spannend. iOS ist so großartig, ich sag das euch. Und dann kommt unser View Controller und ich klicke mal auf den Button und dann seht ihr, hier läuft er dann in diesen Prepare rein und dann wird unser Orange View Controller aufgebaut. Alles wunderbar, ist ein Traum. So. Jetzt wollen wir aber tatsächlich noch festlegen, ob denn unser Segway auch dieser To Orange View Controller Segway ist. Es könnten ja mehrere geben. Im Moment haben wir nur einen, weiß ich auch, aber besser, wir bereiten uns mal drauf vor. Und dann sage ich einfach, ist denn der Identifier von diesem Segway gleich To Orange View Controller. Wenn das der Fall ist, dann soll etwas passieren. Und dann sagen wir Print, auf geht's zum orangen Controller. Ja, und dann wollen wir uns mal anschauen, ob denn unsere If-Bedingung auch zieht, ob denn der Segway, der da zündet, unser To Orange View Controller Segway ist. Klicken wir mal drauf. Jawohl, hier sehen wir die Ausgabe, auf geht's zum orangen View Controller. Und was hatten wir gesagt? Kurze Videos, immer schön zum Reindrücken als Info-Quickie in der Pause. Deshalb hier Schluss und ich freue mich schon aufs nächste.